Ein Bild der Frau, deren Leiche Anfang Januar in einer Großhadener Kompostieranlage gefunden wurde. Mit diesem Lichtbild will die Münchner Polizei nun an die Öffentlichkeit gehen. Für uns ist natürlich wichtig, dass sich Personen melden, die die Verstorbene kannten, um eben hier auch Hinweise auf die Lebensumstände der Verstorbenen zu erfahren. Am 3. Januar hatte ein Mitarbeiter der Kompostieranlage die Frauenleiche in einem zugefrorenen Abwasserbecken entdeckt. Womöglich war die Leiche schon mehrere Wochen alt. Es ist schwierig einzuschätzen, was die Liegezeit betrifft, da ja aufgrund der Temperatur und des Einfrierens in der Eisdecke oder auch unterhalb der Eisdecke eben eine sehr starke Konservation erfolgt ist, sodass möglicherweise auch im November schon der Todeszeitpunkt eingetreten sein könnte. Bei der Obduktion gaben es sich keine Anhaltspunkte, die jetzt auf eine Gewaltanwendung oder eine Fremdeinwirkung schließen lassen. Neben dem Lichtbild der Frau hat die Polizei auch Bilder der Uhr sowie der Stiefel der Toten veröffentlicht. Es gibt natürlich Verkaufswegefeststellungen der getragenen Artikel. Hier muss man allerdings auch immer einschränken, dass durch die heutige Zeit und den Vertrieb im Internet natürlich sie es nicht mehr ganz so einfach haben, dass sie jetzt 3-4 Geschäfte haben, die diese Artikel vertreiben und eben das oftmals dann auch Massenartikel sind, die in einer Vielzahl eben vertrieben werden. Wir hoffen vielleicht in der Gesamtschau die Uhr, dann eben auch die Schuhe der Verstorbenen und eben jetzt auch das Gesicht, dass sich Personen melden, die eben die Frau kannten. Die Ermittlungen dauern an. Was genau mit der 20- bis 30-jährigen Frau passiert ist und wie sie in das Abwasserbecken gelang, bleibt weiterhin unklar.